Terror is attacking Mondstadt itself! Kaya, Traveler, you've come at the right time. We must... Hold on, Amber. Are you perhaps forgetting to introduce us? Oh, right. This is Kaya, our cavalry captain. Ich komme mir jetzt ein wenig, wie heißt das Wort, Eike? Na? Ich komme mir jetzt ein wenig unangenehm vor. Warum? Aufgrund, naja, von dem, wie Kaya mich anschaut. These two are travelers from afar. From afar? Is that all we know of them? Für die längere Zeit, ja. Long story short. I see. Welcome to Mondstadt. Though you haven't arrived at the best of times, I'm afraid. I understand the anguish of being separated from family. I'm not really sure why you're looking for the Animo God. Oh, but everyone has their secrets, right? Relax. I won't press you for more. Wir haben doch sehr viel Gelegenheit, uns darüber auszutauschen. First and foremost, on behalf of the Knights of Favonius, I would like to extend our thanks to you for your help just now. Das Zweite. Ja, wie wär's mit der Belohnung? Mich irgendwie an die Dialogoption von den Trailblazer-Ecke, nicht wahr? Ja, was weiter? How about a traditional Mondstadt delicacy? Sticky honey roast. Das habe ich doch schon mal gehört. Your fight to defend the city against the dragon just now was witnessed by no small number of citizens. The acting Grand Master of the Knights of Favonius is also very interested in meeting you and formally invites you both to our headquarters. Was da ja gerade passiert ist, war ja nicht schwer zu übersehen, nicht wahr? Figurenzierde, wenn wir unseren Charakter optisch ausstatten können, nicht wahr? Los, gib Lumin den neuen Windleiter. Lumin. Ach so, Lumin. Nicht Lumin. Ich dachte, weil jetzt das Ausrufezeichen bei ihr war. Ja, weil das Skin für sie ist. Direkt aus der, genau, aus dem Postfach. So, und bei Ember machst du einmal kurz das andere Outfit. Passt schon. Aber nicht ausrüsten, nur mit der Maus drauf. Klick drauf. Uah, furchtbar. Das Zensur-Outfit? Ja, mach weg. Ich will die normale Ember. Ja. Könnten die Leute ja sagen, was finden sie besser? Ja, irgendwie hat mich das jetzt ein bisschen traurig gemacht. Warum? Weil diese Flugsequenz mit denen drauf schießen auf den Drachen, sowas kommt leider in ganzen Spielen nicht mehr vor. Oder gab es schon mal sowas ähnliches wieder? Tja, ich kletter auf das Hauptquartier. Ich weiß. Nicht reingehen, sondern hoch aufklettern. Ich weiß, dass da oben in der Mitte noch was drauf ist. Und eine Laterne, wo ich mich bis heute frage, warum ist die da? Ah. Wie hieß sie nochmal? Ich will hier üben. Wie macht man hier diese Dinger kaputt? Ah, du hast sogar noch eine Kiste. Erstmal aufs Dach klettern. Guten Tag, Herr Bomsel. Ja, das war jetzt eine ungünstige Stelle. Stehen bleiben und aufladen. Natürlich, das ist ein bisschen blöd mit den Aufbauten hier. Was machst du denn da? Ich wollte da ran. Wolltest du nicht, du bist einfach weggesprungen. Ich wollte an die Wand ran. Das fliegt aus der Aufnahme raus. Wir machen beim Teleporter weiter. Ja. Einen beherzten Jump und dann solltest du draufkommen. Ja, geht aber nicht. Ich glaube, das muss man wirklich hier an der Wand machen. Dann da hoch um die Ecke. Wie ungewohnt mit nur so eine kleine Menge an Ausdauer. Kleines Menge, was ist das für Deutsch? Hast du die Aufnahmesession richtig benannt? Nicht, dass da ja wieder sowas kommt wie... Ja, die habe ich benannt. Erst den Porter, dann die Kiste. Erst den Porter, dann die Kiste. Ja.
Los, hoch. Ja, wie ist das jetzt hier mit den Ecken? Das geht. Mach einfach. Okay. Spider-Man. In der Zinne entlang. Spring ein bisschen, du hast genug Ausdauer. Ja. Spider-Man, Oh, ich konnte sogar von hier aus sogar den anderen. Und da nochmal Celestia und den Drachengrat und... Hol die Kiste. Und Hilfpate Nummer 2. Kisten. I'll keep this close. Ach, noch ein... Jetzt haben wir schon einen zweiten Reflexbogen. Hep. Bam. Genau, diese Laterne, Eike. Das ist also, aber wahrscheinlich kein... wenn du da runter gehst, mach einen Nahkampfschlag. Genau, für den Bums. Wenn man keinen Schaden nimmt. Und noch eine Kultur. Dann nehmen sie mit. Ja, wenn schon da ist. Guck mal, wie schnell die Windmühle sich bewegt. Is this an answer from this world? Das ist Details, Eike, weil hier gerade ein Sturm herrscht. Das ist Detailreichtum. Sag ich doch. Ich hätte jetzt erwartet, dass der Flügel mich jetzt runterhaut. This seems to be the Knights of Favonius headquarters. Let's head in. Mit dieser tiefen Paimon-Stimme ist das echt ungewohnt. So, Rin. Sag ich ja bereits. Hab ich ja schon mal Anfang gesagt. Ja, Deitch. Aber ich sage es gerne nochmal. Das haben wir doch vor. Los, geh rein. Ja, will ich doch. Jean, what's the hurry? I thought we agreed to meet them here. There have been sightings of storm terror outside the city. Once we meet, we must... Relax. I'll lend a hand when the time comes. Jean, I brought them. And once it was over, I brought them straight here. Mondstadt welcomes you, Windborn Travelers. I am Jean, acting Grand Master of the Knights of Favonius. This is Lisa, our resident librarian. Oh, are you sweeties here to help us out? Sie waren von Anfang an sympathisch, nicht wahr? Ja. You're both so adorable. Sadly, Gott. The timing is regrettable. Storm terror has caused quite a ruckus in the region since its recent resurgence. Meinst vom Aussehen her oder von den Sie ist Elektro, sie ist eine Mami. Sie ist unglaublich attraktiv. Sie ist Elektro und wir sehen sie am Anfang des Spiels. Simply put, Mondstadt's elemental sphere and ley lines are now akin to a yarn ball in the paws of a kitten. For a mage, it couldn't get much worse. My skin is one elemental particle away from a full-blown breakout. Oh, da sollten wir aber gegen was tun. If it weren't for this interference, the Knights of Favonius would have better ways to help you than just putting up missing person posters. We simply ask that you repose in Mondstadt while we help you seek out your brother. Ich will natürlich mich nicht den, ich will das nicht durch die Unruhe. Genau, super, gib mir Bescheid. Wo kann ich schlafen? Hey, don't be such a slug. We should be a part of this too. Good. In that case, we need a plan. With Storm Terror now directly attacking Mondstadt, we may have an opportunity to cut this problem off at the source. Lisa has revealed the sources of Storm Terror's power with her detection magic. Is that so? They're located in the abandoned Four Winds temples. Ist es nicht ein wenig offensichtlich? Storm Terror's ability to whip up these kinds of storms can be attributed to it drawing power from the temples. Sieht unheimlich aus. Du meinst wegen dem Blumen oder weswegen? Wegen dem starken Blumen, den extrem leuchtenden grünen Augen. Sieht unheimlich aus. Fandst du das damals schon? Nö.
Our objective is to deal with 3 of the 4 temples. I trust everyone understands why we are only dealing with 3. Weil 4 nicht aufgeht? Paimon doesn't. Ist ja sicher klar. Wir kümmern uns später drum. Das erste. Knights of Favonius, time is against us. The storm is rampant. There is no point in maintaining a defensive position. All right, we need to take initiative and act before the situation escalates. Geld ausgeben ist freigegeben. Yep. Und nochmal Ingame-Geld. Ingame-Geld. Was meinst du, ob wir direkt noch nicht ein Duell bekommen würden? Duell ist garantiert. Der Regenbogen. Scheißegal. Ah, stimmt. Ja, genau, nimm den Regenbogen. Der ist schon eingestellt. Und das ist ja das aktuelle Gebet. So, noch nicht. Wir gehen erst mal zu Catherine runter. Und dann quatschen wir mit den Leuten. Erst mal mit Kaya. Ist klar. Dann mit Lisa. Einmal rundherum. Wind glider. Your gliding style seems familiar. My eye patch. Wanna hear my story, eh? Erstmal die Kamera ein bisschen anpassen. Nein. I didn't have time to introduce myself properly. Well, my apologies. Ja. I'm Kaya, cavalry captain for the Knights of Favonius. We can talk more after we get things sorted. Selbstverständlich sieht es aus, als hätte er keinen Mund. I know a great place more fit for a chat. Mein Schlafzimmer. Außerdem muss man gar nicht so tun, als ob sie ihre Unterhose verstecken würde. Die sieht man von der Seite bei Lisa. Also insofern trägt sie das Kleid eigentlich nur so zum Umschlagen. Warum ist sie jetzt nicht synchronisiert? Wie geht es? Wie gehen wir gegen Sturmtrecken vor? Stecken. A way to fight against storm terror? Da hat wohl jemand was vergessen. I'm sorry, but there's no way to do it alone. Guck mal, wer das ist. Judging by the level of its animal power, it's definitely not an ordinary creature. Was ist denn da passiert? Tja. Musste da jemand einspringen? Nein. I could teach you some elemental basics, so you'll have an idea of what I'm talking about. Und die anderen Dialog von ihr, von Lisa. Wir gehen über die Monster erfahren. The monsters out in the wild? We've got many resources here in the library. Making good use of elemental advantages is the key to winning any battle. By the way, would you be interested in having a part-time job here? We need people to... We just need more people. Hauptsache anpacken. Ja, wir haben ein wenig... Die Wehrpflicht wurde abgeschafft. Seitdem haben wir ein paar, Damit Jeans und Ember reden. Genau, seitdem haben wir ein bisschen Personalmangel. Lisa oder Jean? Jeans. Ja, die Jeans. It's changing size and power really is suspicious. Was soll mit dir sein? Na, du wolltest den zweiten Dialog nehmen. But for the Knights of Favonius, our priority is to deal with the aftermath of this attack. The Grandmaster entrusted the Knights of Favonius to me. I can't let him or the people of Mondstadt down. Ja, ja, Varka, den Spacko, so. Den werden wir noch, müssen ein, zweimal sehen. I must get to the bottom of this. Okay, nochmal mit Jean reden. Das hatte ich schon vor, ich will beide Dialoge mal anhören. I heard you and Outrider Amber had a misunderstanding. Please forgive her. She was just doing her job. Talk to Amber sometime. I'm sure you'll like how energetic she always is. Ja, wir werden sie ja in den späteren... Naja, oder erzähl ich jetzt Quatsch, Eike. In den späteren Events werden wir sie ja nicht mehr so oft sehen, weil Mondstadt immer mehr weiter aus dem Fokus rückt. Dann rede mit Amber. Wanna team up with me? I should warn you though. I don't slow down for anyone. Greenhorn or otherwise. As a novice within the Knights of Favonius, your understanding of the wind is absolutely crucial. Naja, das, was wir vorhin gemacht haben, war jetzt nicht gerade... Weiter. Ja, was denn? Ich wollte doch nur sagen... Kein Gequake zwischen den Dialogen. Ach, jetzt auf einmal. Leave the advanced wind glider training to me.
Ich wollte nur sagen... Das habe ich dir vor der Aufnahme gesagt, das habe ich dir mitten in der Aufnahme gesagt, ja, das habe ich dir vorhin gesagt. Aber ich wollte nur sagen... Jetzt sammel die Bücher ein, während du redest. Während du redest, sammel ja, die Bücher ein. Aber ich wollte eigentlich sagen, das, was wir da gerade vorhin mit Dvalin, kann ich ja schon verraten. Ja, das werden wir noch einmal im Spiel erleben, meine Güte. Ja, nein, ich jetzt wollte, dich ich, wollte so damit, ich wollte damit eigentlich nur sagen, dass das ja eigentlich schon bewiesen hat, dass wir uns jetzt, dass wir jetzt keine Anfänger sind, was es mit Windgleiten auf sich hat. Auf ihrem Schreibtisch ist noch ein Buch. Yay. Yeah. So, und jetzt raus mit dir. Wie ist das eigentlich mit den ganzen Texten, die hier im Spiel verteilt sind? Ist das so, kann man das mithalten? Ist interessant. Mit Skyrim? Ja. Mehr. Ja. Kannst noch in die Bibliothek rein. Genau. Geht. Der geheimnisvolle Raum, der eigentlich nicht da sein sollte. Wegen dem Fenster, nicht wahr? Ja, genau. So. So, und jetzt sammel die Bücher hier in der Bibliothek ein. Kannst du ein bisschen kommentieren jetzt. Genau. Jetzt kannst du frei reden. Ah, jetzt habe ich die Erlaubnis. Ja. Die Möglichkeit dafür. Ein aber du sammel die Bücher allein. Sieben. Genau, und die werden wir dann nie wieder zurückgeben. Sammeln wir dann tausende von Moras an oder an Verleihgebühren. Und Errungenschaften. Du hast Bücher vergessen. Wie jetzt? Ach, du meinst da. Ja. Ach so, Aussichtspunkt, genau. Das wäre dann auch unser erster gewesen. Was denn? Du lässt halt überall Bücher liegen. Ich sehe die Bücher doch. Das halt... siehst du nicht, du bist an zwei vorbeigelaufen. Ja, schon. Ich suche einfach ein bisschen weiter raus. Das, ach nein, das war ein Stuhl. So. Wildschweinprinzessin? Ich kenne nur Wolfsbrust. Wieder eins verpasst. Wo denn? Ich bin noch da gewesen, warum hat es nicht geblinkt? Hat es. Du hast es nur wegignoriert. Du wirst es nachher, wenn du die Aufnahmen sichtest, sehen. Vielleicht liegt es einfach nur daran, dass es außerhalb der Kamera war. Dass du farbenblind bist. Nein, warum habe ich es dann gesehen? Weil du, weil du weißt, dass es da liegt. Nein, weiß ich nicht. Weil es in der Kamera war. Du kannst nachher die Aufnahme angucken. Ja, jetzt hat das da aber gerade erst geblinkt, als ich dran war. Nein, hat es nicht. Das zweite hat geblinkt, als... Nein, Leute, schreibt das in die Kommentare und sagt, dass das so war. Oder nein, nicht? Nein, war es nicht. Besten einfach ins Regal gehen und einfach E drücken. Kann man nichts falsch machen. Ah. Ich muss an meine Bude, wo es da noch ein paar DVDs und Spiele und Comics, nicht wahr? Dazwischen sind. Eike. Und dass es nicht wie in einem Affenkäfig riecht. Und weniger, antikes, wenig antike und Vertäfelung. Ja, alter Teppich. Der schon heftig hart ist, nicht wahr? Wenn man ständig drauf wächst, ist das natürlich so eine Sache. Ich meine, das liegt nicht daran, das liegt an dem schweren PC-Gaming-Stuhl. Ich glaube, der hat den Boden einfach so fest zusammengepresst, dass er jetzt schon so hart ist, dass sobald er mal ein Smartphone aus geringer Höhe draufhält, es direkt komplett kaputt ist. Oder eine Fernbedienung. Ja, der Trottel hat sein Telefon kaputt gemacht. Ja, öfter schon. Weil er zu diesen Leuten gehört, die ihr Telefon fallen lassen, wie auch immer man das hinbekommt. Dass es beim Stuhl fällt, wenn man aufwacht und dann fällt es runter und dann, auch wenn es so ein paar Zentimeter ist, ist es plötzlich ganz kaputt. Na gut, es war ja schon ein bisschen vorher kaputt, das Display, aber trotzdem. Hey, Ella Musk. Was? Man nannte mich Gusha Mossi. Ja, ja. Ja, ja, wir werden das deine Quests, deine täglichen. Wir werden sie lieben lernen. Vor allem macht sie auch nicht wirklich viel Sinn. Aber was? Nur wenige trauen sich direkt mit Hildur in Kontakt zu treten. Ja, warum wohl? Vielleicht, weil sie alles angreifen. Oder... Naja, wenn man nach Reddit und geht, Vorsicht, schlimme diese Sachen Treppe tun. Ist tödlich für dich. Da ist du meinst diese Ecke hier? Instant tot. Ja, der ist instant tot. Mach es nicht. Ja, den Bug hat Hoyoverse nie entfernt. Na? Ja? Sicher, dass du da hinten beim Regal alles mitgenommen hast? Nein. Immer noch mal einen... Dreh dich um. Einen Kontrollblick machen. Genau. Ah... Wir müssen uns doch noch einen Haufen an Büchern aneignen, die wir dann nie wieder zurückgeben werden. Lies die Verhaltensregeln in der Bibliothek.